Yo YouTube, was geht und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Heute geht's mit Momheim zu Hause gegen Fontana Finden. Ich habe richtig Bock, das ist ein ehemaliger Verein von mir, in dem ich ja ein Jahr in meiner Jugend verbracht habe. Ich kenne auch einige Leute dort, ich bin sehr, sehr gespannt. Die stehen tabellarisch aktuell hinter uns mit einem Punkt. Das heißt, die haben aus 4 Spielen 6 Punkte geholt. 2 Spiele gewonnen, 2 verloren, haben jetzt aber auch im Verbandspokal erst in der Verlängerung gegen einen Landesligisten verloren. Also bin ich mal gespannt, es wird auf jeden Fall kein einfaches Spiel, aber bei uns in der grünen Hölle, ja, da machen wir es auch natürlich keinem Gegner leicht. Vor dem Video gerne einmal unten die Social Medias abchecken, lasst mir gerne ein Like da, kommentiert das Video, abonniert meinen Kanal und dann wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Video. Let's go! Hier geht es übrigens von der Kabine runter Richtung Sportplatz, die Treppen. Das ist unser Sportplatz. Und da links sitzen dann die ganzen Zuschauer immer. Eigentlich haben wir alles gesagt. Wir haben alles gesagt. Wir wissen, wie wir die bespielen wollen. Wir wissen, wie wir heute hier bestehen können, wie wir heute gewinnen können. Kückler hat letzte Woche gesagt, wir wollen hier zu Hause eine Festung draus machen. Wie macht man eine Festung mit absolut unbändigem Willen zu verteidigen, Leute? Das steht immer über allem. Angreifen mit Mut, mit Überzeugung, mit Leidenschaft. Ich will einfach, dass wir da rausgehen, bei geilem Wetter hier bei uns zu Hause, dass wir Spaß haben, Leute. Dass wir überzeugt sind von dem, was wir tun und dass wir uns zu jeder Zeit helfen. Wir haben es gesagt, wir sind gerade schon auf dieser Erfolgsstelle. Wir sind drauf und wir bleiben drauf, Leute. Wir bleiben drauf, wir nutzen unseren Flow. Wir spielen in deren Müdigkeit, spielen wir rein. Mit Überzeugung, mit Leidenschaft. Wir laufen die Grund und Boden, Leute. Wir spielen sie Grund und Boden. Wir gehen da rauf und ballern die weg. Der war nicht mal gewollt, der Ball. Der ist so gedonnert. Ja. Danke, Boré. Immer nur so, wenn irgendwas passiert. Ja,
Komm, krieg Druck drauf! Lauf durch!67. Spielminute, Spielerwechsel beim TSV Mommenheim. Schick Tommy durch! Für die Nummer 8, Timo Liebisch, kommt neu ins Spiel, die Nummer 18, Deschund Niklas. Nächste Spielminute, der TSV Mommenheim wechselt erneut aus für die Nummer 22, Justin McCoy, kommt neu ins Spiel, die Nummer 17, die Dio Anto. Stark, Bum Bum! Lauf durch! Alle! Alle! Mach ihn, alleine! Was macht der? Was macht ihr? Sag was denn? Das war die erste. Bravo, 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 bravo! Bravo, 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 bravo! Endstand im Spiel, Mommenheim. Udo, was sagst du zum Spiel? Udo? Hallo Udo, was sagen Sie? Ah, was sagen Sie zum Spiel? Weltklasse. Ey, geil, freut mich. Aber Kameramann war noch im Spiel. Pilliger Ball, alle. Stark. Niklas Deschund.
Statement. Super in der Fünferkette. Super, super, super. Ich bin jetzt zu Hause, nehme hier das Outro auf. Hab ein bisschen damit gewartet, bis alle anderen Ergebnisse eingetragen sind online und ich alles verwenden kann fürs Schneiden hier perfekt. Deswegen gucken wir nochmal kurz auf die Tabelle. Wir stehen jetzt auf dem 5. Tabellenplatz mit 10 Punkten nach 5 Spielen. Echt solide, wir sind super reingekommen, die letzten 3 Spiele gewonnen. Am Samstag geht es wahrscheinlich gegen Neuhausen. Eigentlich wäre das Spiel Sonntag, eventuell wird es vorverlegt. Steht noch nicht ganz fest. Die stehen aktuell nach 6 Spielen mit 1 Punkt da. Da bin ich sehr gespannt drauf. Die sind Aufsteiger in die Bezirksliga aus der A-Klasse Alzey-Worms. Das heißt die Parallelliga zu uns, wo wir letztes Jahr Meister geworden sind. Wird bestimmt auch ein intensives Spiel. Ich freue mich sehr drauf. Lasst mir gerne hier ein Like da, kommentiert das Video, abonniert den Kanal und dann sehen wir uns beim nächsten Vlog. Macht's gut, bis bald, ciao.